Im Jahr 2012 veröffentlichte der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski, das Buch Neukölln ist überall, das auch wir von den Jusos Neukölln sehr kritisch kommentiert haben. Auch sein neues Buch, Die andere Gesellschaft, möchten wir nicht unkommentiert stehen lassen, doch dieses Mal möchten wir die Stimmen von Neuköllnerinnen und Neuköllnern einfließen lassen, indem wir sie mit Zitaten aus dem Buch konfrontieren. Taschendiebstahl in Bus oder Bahn oder auf Rolltreppen in Kaufhäusern, eine Domäne von Menschen nicht deutscher Herkunftssprache. Ottos und Helgas sind sicherlich auch manchmal als Langfinger in dieser Branche tätig, aber die Regel ist das nicht. Was würden Sie dazu sagen? Es ist grauenhaft, wie viel in Berlin geklaut wird. Ich bin 8-mal beklaut worden in den letzten 4 Jahren und es war viel Geld. Aber ich glaube, dass Türken und Ausländer und Deutsche gleich viel klauen. Also nicht, dass die Deutschen harmloser sind. Daran glaube ich nicht. Ich habe beide Seiten kennengelernt, sowohl als auch die nicht deutsche Herkunft als auch die deutsche Herkunft. Und ich bin der Meinung, wer klauen möchte, macht's einfach und muss dann aber auch mit den Konsequenzen leben. Also ich glaube nicht, dass es was mit der Herkunft zu tun hat, weil viele doch gut erzogen sind und selbst die aus bestem Hause mal irgendwo was hinstrecken und mitnehmen. Dumm. Wieso? Weil ich denke, dass diejenigen, die solche Straftatbestände begehen, das ist unabhängig von ethnischer Herkunft. Es hat vielleicht was mit dem sozialen Hintergrund zu tun und nicht mit Geburt. Wie stehen Sie dazu, wenn Politiker sich dementsprechend auch klar äußern? Wenn das eine klare Äußerung eines Politikers ist, dann würde ich ihn bitten, sein Amt umgehend niederzulegen. Und das vielleicht nochmal mit einer anständigen Grundschulausbildung zu versuchen. Was würden Sie sagen, wenn Sie sich die politische Parteienlandschaft anschauen? Aus welcher Ecke, aus welcher Richtung stammt dieses Zitat? Was würden Sie schätzen? Das Zitat ist CDU. Also, weil es ja hier jetzt auf die Domäne der Nichtdeutschen herkommt, na, da muss man ja mal ein bisschen, also ich finde, das ist schon so ein bisschen braun gedacht, ne? Also so in die Richtung NPD. Das kommt möglicherweise aus einer Ecke, die ich gar nicht vermute. Dann löse ich das kurz auf. Dieses Zitat ist aus dem neuen Buch von dem Bezirksbürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski, aus der SPD. Was sagen Sie dazu? Ich mag den Heinz Buschkowski sehr und der Mann ist stark, aber er irrt sich in diesem Fall. Und das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, weil eigentlich eben, er ist ja von hier, er kennt das ja alles und bin ich jetzt wirklich perplex. Überrascht mich nicht, das ist ja eine Tendenz, die doch zunehmend zu sehen ist. Und Herrn Buschkowski habe ich einige Mal in Diskussionen erlebt. Da war er mir nicht unsympathisch, das muss ich sagen, aber an dieser Stelle und an anderen Stellen auch vereinfacht er zu sehr. Das ist so und das geht wahrscheinlich auch nicht. Also, nee, er hat das Alter, er sollte sich in den Ruhestand zurückziehen.